Wir haben insgesamt noch 4 Tagesordnungspunkte, von denen insbesondere 9, 8 als besonders wichtig als angesehen wurde, der nächste. Ansonsten ist die weitere Länge der Sitzung insbesondere von der Anzahl der Redner oder sonstigen Anträgen abhängig. Ich rufe aber zunächst den Punkt 9, 8 auf, Umsetzung der Istanbul-Konvention, Einreicher SPD-Fraktion. Bitte um Vorstellung, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2018 ist die Bundesrepublik Deutschland der sogenannten Istanbul-Konvention beigetreten. Ein Papier, was es nun schon seit 2011 gibt. Die Istanbul-Konvention, ein Papier, welches sich damit beschäftigt, wie Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpft und überwunden werden kann. Und mit dieser sogenannten Istanbul-Konvention verpflichtet sich auch Deutschland, in seinem Geltungsbereich Maßnahmen umzusetzen, wie diesem Ziel beigekommen werden kann. Die Idee des Antrages ist, dass wir auch auf kommunaler Ebene einen Beitrag dazu leisten wollen und auch können, dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt eingedämmt wird, beispielsweise mit dem, was wir kommunal machen, in der Unterstützung des Hilfesystems. Nun sind wir gerade in der Corona-Lage in einer wirklich noch mal schwierigeren Situation, denn neben vielen Dingen, die wir hier im Dresdner Stadtrat bereits zum Thema Corona diskutiert haben, zeigt die Lage gerade eben auch ein Problemfeld, auch in unserer Stadt auf, aber auch deutschlandweit, was mich tatsächlich nicht kalt lässt, denn wir haben das erste Mal seit einer ganzen Weile die Möglichkeit, durch diese Corona-Lage zu sehen, wie sich häusliche Gewalt ganz konkret auswirkt. Es gibt diejenigen, die sich mit dem Thema möglicherweise beschäftigt haben, seit einigen Tagen eine Studie der TU München, die, wie ich finde, in einem sehr, sehr unangenehmen, grassierenden Ausmaß zeigt, wie häusliche Gewalt unter der Corona-Lage, das heißt also in der Zeit des Lockdowns, sich darstellt. Und ich will die Zahlen einfach mal ein Stück weit nennen, weil ich sie extrem bedrückend finde. In der Zeit, also im Übrigen ist diese Studie repräsentativ für Deutschland, das sollte uns an der Stelle wirklich zu denken geben. In der Zeit des Lockdowns, das heißt also während die Kontaktsperren bestanden haben und Frauen überwiegend zu Hause gewesen sind, waren knapp 3% dieser Frauen mindestens einmal Opfer von häuslicher Gewalt, das heißt also von Gewalteinwirkung durch den Partner. In der Zeit des Lockdowns waren knappe 4% der Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt durch ihre Partner. In der Zeit des Lockdowns waren knappe 4% der Frauen in ihrer eigenen Wahrnehmung bedroht durch ihren Partner. Und in dieser Zeit waren in Haushalten knappe 6,5% der Kinder Opfer gewalttätiger Ausbrüche, in dem Falle eben ihrer Väter. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, wenn sie repräsentativ für Deutschland sind, dann darf uns das an der Stelle, nicht nur in Dresden, sondern auch in ganz Deutschland nicht kalt lassen. Denn sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt ist ein reales Problem. Der Antrag sieht deswegen für unseren Geltungsbereich hier in Dresden vor, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, eine Konzeption zu erarbeiten, wie bis zum Jahre 2021 das Hilfesystem hier in Dresden noch weiter verbessert werden kann. Konkret lesen Sie in diesem Antrag die Möglichkeit, dass die Stadtverwaltung aufgefordert wird, die Plätze in den Hilfeeinrichtungen, das heißt auch in den Frauenschutzeinrichtungen sowie den Beratungsstellen, zu erhöhen, dass es eine Clearingstelle geben soll, das heißt also die Möglichkeit, überhaupt erstmal, wenn ich Opfer von häuslicher Gewalt geworden bin, zu schauen, in welches Hilfesystem muss ich denn gehen, um diese Hilfe zu bekommen, und dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass Hilfeeinrichtungen auch barrierefrei ausgebaut werden, dies in Kooperation mit Land und Bund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Diskussion in den Fachgremien zu diesem Antrag als sehr, sehr würdig und auch als sehr konstruktiv wahrgenommen und bin da sehr dankbar, dass alle Fraktionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollten, aus meiner Sicht
da auch wichtige Punkte mit eingebracht haben. Das zeigen auch die eindeutigen Ausschussvoten, auch gerade des federführenden Ausschusses. Und ich bin da sehr dankbar dafür, denn auch als Kommune haben wir an der Stelle eine Verantwortung. Ich komme nochmal zurück auf die Corona-Lage. Nach meinem Kenntnisstand sind die Plätze in den Dresdner Hilfeeinrichtungen nun vollends voll, was natürlich an der speziellen Situation liegt, was sich aber nach Corona auch nicht ändern wird. Das bedeutet, jeden Schritt, den wir mehr in Richtung Hilfe und Abhilfe bei häuslicher Gewalt gehen, ist ein richtiger Schritt, und ich bin Ihnen sehr dankbar und hoffe auf eine breite Zustimmung und auf ein gutes Konzept, was dem Rat dann spätestens im Jahr 2021 vorgelegt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kaniewski. Ich habe als Meldung aus den Fraktionen lediglich eine Meldung, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich weiß, es ist schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, trotzdem ist das Thema, glaube ich, zu wichtig, um es einfach nur durchzuwinken. Deswegen möchte ich auch noch mal ein paar Sätze sagen. Zunächst, Herr Kaniewski hat völlig recht, noch vor allen anderen Corona-Hilfen, als die größte Herausforderung für die meisten von uns noch die Beschaffung von ausreichend Toilettenpapier zu sein schien, habe ich tatsächlich ein Hilfsangebot ganz prominent und zentral wahrgenommen. Das insbesondere auf meinen Social-Media-Kanälen. Und zwar waren das aller Orten verschiedene Akteure und Nummern, die genannt wurden, mit Hilfe Telefonen und Kontaktdaten von Anlaufstellen für Opfer häuslicher Gewalt. Das war auch bitter nötig und zentral, denn wir wussten, der Druck in einigen Haushalten wird jetzt immens werden. Und in einigen Fällen werden Situationen eskalieren, die sich unter Nicht-Pandemie-Bedingungen vielleicht irgendwie wieder leidlich entspannt hätten. Kurz vor Corona, und das möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, ist sicherlich auch jeder und jedem, der oder die regelmäßig den ÖPNV benutzt, die Kampagne "Gib dich nicht geschlagen" der Landesfachstelle Männerarbeit aufgefallen. Also auch das ist sicher Thema, es ist nicht nur ein Frauenthema, aber das möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen, häusliche Gewalt richtet sich vor allem gegen Frauen. Und wir sollten uns hüten, das zu relativieren, indem wir immer sofort auch auf Männer verweisen, wobei deren Schutz, wenn sie betroffen sind, natürlich genauso relevant ist. Häusliche und sexualisierte Gewalt etwas entgegenzusetzen, ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist nämlich keine Privatsache, was hinter der Wohnungstür geschieht, wenn es auf Gewalt, Missbrauch von Macht und Abhängigkeiten und im schlimmsten Fall auf Femizide hinausläuft. Mit dem Begriff Femizid wird übrigens beschrieben, was in besonders Boulevardzeitungen, aber auch in den allgemeinen Medien dann oft euphemistisch als Beziehungsdrama erscheint. Eine Frau wird von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, weil sie die Frau ist. Das ist der ganze Grund. Über diese Femizide gab es erst kürzlich ein wirklich beeindruckendes, sehr berührendes Stück in der Zeit. Da wurden bundesweit Femizide aufgezählt. Das war wirklich ein erschütterndes Zeugnis dessen, was sich Frauen in Deutschland tagtäglich gefallen lassen müssen. Nicht selten sind natürlich auch die Kinder Opfer häuslicher Gewalt, und zwar sowohl physisch als auch psychisch, wenn sie das mit ansehen, miterleben müssen. Im Angesicht des Grundgesetzes und der Menschenrechte sollte selbstverständlich sein, dass die Würde und vor allen Dingen auch die Unverletzlichkeit jedes Familienmitglieds unverletzlich ist. Historisch gesehen, und das wissen wir alle, ist es in der Zeitgeschichte tatsächlich keine Selbstverständlichkeit und musste auch in der BRD durchaus gegen Widerstand erkämpft werden. Aber jetzt ist es eben da, und umso wichtiger scheint es mir, dass man mit der Istanbul-Konvention auch nochmal europaweit diese Tatsache der Unverletzlichkeit aller Familienmitglieder, auch der Frauen und der Kinder, ins Bewusstsein ruft. Nun kann man sagen, ja, so ein Bekenntnis, das ist immer irgendwie viel Papier und nichts gewesen, aber ich glaube, in den letzten Tagen ist uns am Beispiel von Rassismus nochmal sehr deutlich vor Augen geführt worden, wie wichtig auch öffentliche Wahrnehmungsbekundungen sind. Und gleichzeitig, und da bin ich der SPD dankbar für diesen Antrag, brauchen Papiere wie die Istanbul-Konvention natürlich, damit sie nicht als Papiertiger und einfach nur gut gemeintes Bekenntnis enden, die konkrete Umsetzung vor Ort. Und hier bietet der Antrag einfach gute Ansätze, und das sind wichtige Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um Frauen und Kinder hier in der Stadt zu schützen.
Es braucht Schutzräume für Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt. In den meisten Fällen sind es eben Frauen. Es braucht aber auch, und das möchte ich hier auch noch mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für alle Organisationen, die sich Zivilgesellschaft häufig ehrenamtlich für die Belange Betroffener engagieren. Vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre unermüdliche Arbeit. Das, was Sie sich täglich anhören und auch ansehen müssen, ist wahrscheinlich oft schwer zu ertragen. Ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Werbeblock einschieben, und zwar gibt es für so viele Sachen auch einen Aktionstag, der sich eben mit dem Thema häusliche und sexualisierte Gewalt beschäftigt und der am 25. November auch in Dresden stattfindet. Vielleicht an alle einfach die herzliche Einladung, nutzen Sie diesen Tag, nutzen Sie aber auch jeden anderen Tag, denn ich glaube, wir alle müssen hinschauen, das Problem sichtbar machen und vor allen Dingen den Betroffenen, Frauen, aber eben auch den betroffenen Menschen signalisieren, es ist nicht normal, du musst es nicht ertragen, aber auch es ist nicht deine Schuld. Das sind zumindest erste Schritte, die wir aus meiner Sicht alle auch in unserem Alltag leisten können. Danke. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Wir können dann ins Abstimmungsverfahren eintreten. Ich rufe hier den federführenden Ausschussbericht auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Enthaltungen brauchen wir noch? Gegenstimmen haben wir keine, ne? Genau. Das waren 47 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 13 Enthaltungen. Damit ist dem so zugestimmt. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 9.8 und damit alle 9er-Punkte, die heute zu behandeln sind, ist damit erledigt. Wir kommen zu